Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Nick Luki. Heute gibt's ein neues Video. Es gibt mal wieder Weekend League Highlights. Und zwar, wir waren die letzten zwei Wochen, wie man so schön sagt, wir waren einfach in einem spielerischen Loch. Es lief nicht so wirklich. Dieses Wochenende hieß es aber wieder angreifen, besser machen, aufstehen. Und ja, wir sind dann wieder mit 11-4 gestartet, was eine absolute Katastrophe eigentlich ist und einfach nicht gut. Man muss dazu sagen, wir hatten wirklich bereits in den ersten 10 Spielen extrem starke Gegner, haben aber auch dumme Fehler gemacht, haben einen 3-1, ja, wir haben 3-1 geführt zur 85. und in der Verlängerung verloren. Nichtsdestotrotz, ihr werdet jetzt sehen, wir haben eine Aufholjagd gestartet. Natürlich die Frage, hat es gereicht, aber das werdet ihr jetzt gleich im Video sehen. Wie gesagt, es lief auf jeden Fall besser. Lasst mich wissen, wie läuft bei euch FIFA aktuell? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht vom Spiel brechen. Aber ja, jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Es war auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Wir haben extrem viel gestreamt. Es hat mega viel Spaß gemacht mit euch. Und jetzt dann viel Spaß und lasst einen Daumen nach oben da. Icon FC oder was? Aufstiegsspiel gewonnen. Vamos! Ballverluste und vorne die eine Chance nicht gemacht. Musik.
Männer und Alte ist das Spiel dran. So krank dieses Spiel, ehrlich. FIFA Strip 21 ist gerade wieder an. Seit 2-3 Spielen. Seit 3 Spielen eigentlich. Einmal Delay des Grauens, einmal macht der Gegner alles rein und jetzt spielst du den an die Wand und geisteskrank, ehrlich. Ja! Let's go! Geisteskrank-Spiel! Nice gemacht, let's go! Gutes Team. Sehr gutes Team. Ich bin zu schlecht. Komm, keine Chance, Chat. Keine Chance. Das können wir auch, warte. So, Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben bei 22.7 das Elite-Entscheidungsspiel gegen einen dänischen E-Sportler verloren. Ich sag euch ja immer, man darf nicht 22.7 stehen. Wir hatten es in der eigenen Hand bestanden. Zwischenzeitlich 20.5, nichtsdestotrotz. Das Wochenende hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe wieder so meine spielerischen Form gefunden. Man kann schon fast sagen, der Nicky Prime Moments ist jetzt auf dem Markt.
Und daran lässt sich anknüpfen. Wir haben auch das ganze Wochenende wieder 4-4-2 gespielt, nichts da Fünferkette oder irgendwas. Das ist einfach nicht den normalen. Wenn ihr wollt, dann mache ich euch demnächst ein Taktik-Video. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und haut rein. Nick Ludi, herzlich raus an euch. Ciao.